Ah, dann komme ich da vielleicht später rein. Bin ich hier im Süßwarenladen? Sprengstoff? Halbautomatische Laufflinte. Aha. Weiter. Das möchte ich mir mal gerade ansehen. Halbautomatischer Laufflinte. Spezialzubehör für die M3-Flinte. Die halbautomatische Mechanik ermöglicht eine höhere Schussfrequenz und eine verringerte Streuung. Kombinieren. Nimmt aber auch gleich mehr. Nee. Doch sicher. Nimmt auch gleich wieder mehr Platz in Anspruch. Entschuldigung. Da. Ah, ich habe noch einen Platz frei. Okay, das ist gut. Dann nehme ich nämlich direkt noch das Kraut hier mit. Pistolenmunition. Oh, so langsam wird voll hier. Safe Room wiederkommen. Dann komme ich später zurück. Halt! Mich will! Kendo! Erschreck mich nicht. Geht's gut? Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja, ja, schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Als er das mit der U-Bahn gehört hat, hat er doch total zusammengezuckt. Ist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Jo, mach's gut. Mach's besser. Ein Schlüssel. Den brauche ich doch. Aber dazu brauche ich erst einmal... Seitengasse, vorne beim Laden. Okay. Der Schlüssel hängt an der Wand. Ja, das ist gut. Ja, sehr schön. So, dann könnte ich jetzt mal den... Ja gut, der Sprengstoff an sich ist erstmal nicht... den kann ich erstmal nicht gebrauchen. Jetzt könnte ich mal eben das Schießpulver einsammeln. Da lag doch irgendwo ein Becherchen da. Das nehmen wir mit. Was liegt da noch rum? Sturmgewehrmunition. So, die Sturmgewehrmunition kann da bleiben, wo sie ist. Ich könnte... Ich kann aktuell gar nichts. Das ist noch Pistolenmunition. Pistolenmunition habe ich genug. Das ist normales Schießpulver. Ah, er gibt kombiniert. Okay, Mag-Munition und mit Schießpulver Flintmunition. Flintmunition wäre doch mal echt nice. Kombinieren. Zack, Flintenmunition. Und dann nehme ich auch die, lege ich dann mal weg als eiserne Reserve. Dich packe ich da oben hin. So. Dann würde ich sagen, ich kombiniere, herausnehmen, das Kombinieren mit dem ergibt, ja ich weiß noch, damals bei den alten Resident Evil Teilen, da gab es noch blaue Kräuter, die waren dann gegen Vergiftungen oder sowas. Na, ich bin schon ganz froh, dass es bis jetzt, toi toi toi, hier nicht ist. Gut, dann habe ich hier auf jeden Fall die absolute Notreserve an Heilung. Hier für zwischendurch mal was zu knabbern. Flintenmunition, das, die Mag-Munition, habe ich noch irgendwie Granaten oder so? Nee, habe ich nicht. Ja, nur Handgranaten. Na, das lasse ich mal. Wer weiß, wofür ich es noch brauche.
So, ist da noch was drin? Habe ich da schon geguckt? Wahrscheinlich habe ich da schon geguckt. Okay. Das heißt, ich würde nochmal speichern. Schlüsselchen. Jo, weil den brauche ich gleich. Deswegen konnte ich das Tor nicht öffnen. Haben wir hier noch irgendwas? Ist okay. Ah, vielleicht hat der, der hat wahrscheinlich eine Tochter und die will er mit rausbringen und wahrscheinlich ist sie auch infiziert oder so. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und er deswegen sehen will, dass ihr geholfen wird und ja, das wäre schon denkbar. Ach, ich die Tür auf. So, dann machen wir jetzt hier. Zack. Schlüssel. Benutzen. Zack. Hoppla. Hoppla. Ach, der steht doch bestimmt hier gleich auf. Ah, okay. Also brauche ich den nicht mehr. Ach, weißt du was? Ich kann den ja theoretisch auch. Ich gehe nochmal zurück und kann nochmal eben hier den... Oh, da lädt er auch noch was. Oh, Sprengstoff. Kann ich natürlich nicht mitnehmen. Nämlich mal das rote Kraut weg. Verstauen. Das auch verstauen. So, die Pistolenmunition habe ich raus. Ah, die Flinte hat jetzt nicht nur 4 Schuss, sondern auch 6 Schuss. Das ist gut. Sehr schön, jetzt habe ich dann alles dabei. Und dann mache ich mir jetzt gleich noch aus dem Sprengstoff, baue ich mir noch schnell hier Granaten. So, das ist A, das ist B. Ja, obwohl, ich lasse ihn mal. Da stehen noch Säuregranaten. Vielleicht brauche ich die auch noch irgendwann. Das heißt, das würde ich dann noch direkt mal weglegen hier. Ich denke, das war jetzt gerade so ein Zwischenboss-Fight. Das heißt, das war okay. Das heißt, da wird jetzt erstmal so nichts Größeres mehr kommen erstmal. Toi, toi, toi. Das überspeichere ich direkt nochmal. Ja. Sodele. Inventory. Hier müsste ich jetzt die Brandmunition drin haben, oder? Ausrüsten. So, das gucken wir mal. Ja, ich habe die Brandgranaten drin. Okay. Aber ich möchte die Pistole weiterhin haben, weil da habe ich mehr als genug. Da habe ich 41, 51 Schuss. Okay. Na, munitionstechnisch stehe ich jetzt wieder ganz gut da.
obwohl ich so oft daneben schieße. Also ein Auto-Aim ist echt immer sehr angenehm. Okay. Bleibt ja liegen, Jungs. Ey, die Jill, die muss ja jetzt stinken wie ein Iltis, nachdem sie da in der Kloake gebadet hat. Guten Tag. Darf man eintreten? Oh, da ist wieder so ein komischer Wackelkopf. Ach, das war auf 1, das Messer. Sehr nett. Spaghetti. Guck mal, ist auch eine schöne IKEA-Küche, ne? Aber dran denken, die Fronten kann man austauschen, ne? Was kocht hier so drin? Gar nichts. Ein Hamster. Oh! Danke. Ich würde mal sagen, der hat mich erwischt, ne? Der Herr des Hauses. Voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Wieder was zu lesen. Raccoon Times, Leserbriefe. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue auf dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits 3-mal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Denn wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles, 69. Jo. Ja, den Timothy, den haben wir gerade wahrscheinlich getroffen, ne? So. Der hat uns mit seiner Zunge aber nicht wie ein 69-Jähriger gestreichelt. So, jetzt machen wir mal hier mit die Kiste mal auf hier wieder. Benutzen. Zack. Ah, Explosivgranatos. Sehr gut. Wenn wir allerdings die wieder finden, könnte es durchaus möglich sein, dass, naja, ne? So. Das heißt, man könnte doch jetzt... Ja, ich finde die Explosivgranaten eigentlich ganz cool. Aber ich habe jetzt mehr Brandgranaten drin. Ah, lass die Brandgranaten da drin, ist egal. So. Na, was man nicht so alles... Der hat tatsächlich in seinem Schlafzimmer eine abgeschlossene Kiste mit Sprenggranaten. Gehört er zu einem guten Haus, stand dazu, ne? Hallöchen. Es läuft. Ich habe da so ein Gefühl, so ein Verdacht. Ich sag's doch. Warum sonst? Ach, jetzt packt er bestimmt den Gatling aus. Jo. Ein Raketenwerfer? Jo. Echt jetzt?
Was will der von mir? Jill, alles klar? Nichts ist klar. Das Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Ich auch. Ernsthaft? Hat er mich über die Barrikade geschubst? Naja, gut, dann war's für was hin. Dann war's für was gut. Da ist eine Treppe. Na gut, ich bin noch gesund. Rumpel nicht so viel. Vor dem kannst du nur weglaufen, Mädel. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Verrückt. Was? Ja gut, wenn man von einem gigantischen Kopf überrollt wird, ist man im Regelfall tot. Das ist richtig. Aber ich wusste nicht, dass ich jetzt reagieren sollte. Das sah noch wie eine Videosequenz aus. War die große Statue von Troy Anko. Carlos. Wow. Nimm deine Waffe und los. Komm schon. Nichts wieder aus hier. Carlos. Ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Was? Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Und jetzt
kommt er gleich bestimmt nochmal und dann müssen wir ihn irgendwie wegbouncen. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Oh, wie ich sehe, sieht es jetzt so aus, als wenn der... wenn der Twitch-Chat wieder online wäre. Oh, muss man ab. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Das hört sich nach Nemesis an. Natürlich. Alter. Der Typ ist echt so unkaputtbar. Ist dieses Arschloch nicht tot? Nein. Lass es. Komm, hier lang. Ja, weg da. Oh, ein Würmchen. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Was Nikolai! Ist das Gesicht? Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist... Okay, wir sind jetzt anscheinend der Carlos, haben folgende Bewaffnung, Messer, Pistole mit 18 Schuss im Lauf und, was ist denn das? G18 Pistole, eine 9mm Pistole mit 18 Schuss, spezial gefertigt für die UBCS. Der Feuerstoßmodus wurde entfernt, um hohe Stabilität mit einer hohen Feuerrate zu garantieren. Okay, 18 Schuss im Lauf, 15 dabei. Wir haben das Sturmgewehr dabei mit 32 Schuss und 200 als Reserve. Okay, das heißt Sturmgewehr ist auf 2. Ja, okay, dann lassen die wir die Polizeistation. Das mal so. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Na dann. Ja. Schön über die Gräber. Die stehen doch gleich auf. Die liegen doch nicht umsonst da. Geld, halt! Die! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut leid. Och nee. Ich
Dummheit gehört gestraft. Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Komm doch her! Sternchen, Errungenschaft freigeschaltet. X-Sternchen. ID-Karte. Die können wir uns ja gleich mal ansehen, untersuchen. ID-Karte. Eine Karte für Polizeibeamte des RPD, Special Tactics and Rescue Service Alpha Team. Unterstützung Brad Vickers. Mhm. So. Okay. Das. Bevor wir da reingehen, gucken wir mal hier in die Ecken. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir gebrauchen können. Offensichtlich nicht. Was liegt da denn noch so rum? Ein Ziegelstein. Ein Backstein. Aber ich glaube... Ach so, das ist das Polizeirevier. Ja gut, ich hätte gedacht, das wäre so eine, sieht ein bisschen aus wie eine Kirche. Ich glaube, wenn so eine Zombie-Belagung wäre, ich glaube, ich würde tatsächlich in der Kirche Zuflucht suchen, einfach wegen den dicken Mauern. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Ich erledige alles. Wenn unsere alles. Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Stars. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hab das Starsbüro gefunden. Gewinnt gleich eine ganz neue Bedeutung. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Search and Destroy. Gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja, ich bin immer du auch vorsichtig. So. Sind da jetzt auch die Sachen von einer Jill drin? Nein, natürlich nicht. Das ist wieder gut. Boah, wenn wir mal... Wir fangen mal an, wieder von hinten zu überspeichern. Handgranate. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier mal umsetzen. Also das Messer. Ach, Quatsch. Also das Messer möchte ich ganz gerne haben auf Schnellzugriff auf 1. Die Pistole möchte ich gerne auf Schnellzugriff haben 2. Das MG hätte ich ganz gerne auf 3. Und die Granaten auf 4. Okay. Ja, das ist so eine kleine Macke von mir. Ich mache immer im Prinzip so aufsteigend sortiert. Von schwach nach stark die Ziffern rauf. Fand ich immer sehr praktisch auf die Art. So, MG, MG. Okay. Gut. Nachgeladen ist. Gucken wir hier vorne nochmal, ob da noch was rumliegt. Aus einer Gasflasche. Nix. Okay. Was sagt die Map? Ja. Bereich ist sicher. Ja gut, das wäre jetzt auch blöd, wenn es hier nicht sicher wäre, weil da unten direkt die Schreibmaschine steht, ne? Das ist ein Fikus.
unser Stream scheint sehr stabil aktuell zu laufen. Toi, toi, toi. Da ist auch nichts. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie, wir sind wegen Bart hier. Warum ist sie seltsam? Das ist eine Tür. Pistolenmunition. Ist gebongt. Nehmen wir mit. Wir kriegen so viel Munition. Das macht mich immer so nervös. Mal kurz gucken, wie komme ich denn? Muss ich unten rum rein? Gehen wir mal kurz hier First Floor. Auch keine Tür, das muss dann von hier unten sein. Das kann ja nur von unten dann gehen. Ah, da ist ja eine Tür. Türen sind zum Aufmachen da, sind ja keine Windmühlenflügel, ne? Ist da auch noch eine Tür? Hier ist ein Durchgang. Aha. Aha, da ist eine Kiste. Was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir mal die Chipkarte hier. Na, geht doch. Jetzt finden wir da Sturmgewehrmunition. Ich sag, wir kriegen viel zu viel Munition. Was ist denn da los? Da ist doch was nicht ganz in Ordnung. Ja. Ich sag, wir kriegen viel zu viel Munition. Was zur Hölle war das denn? Das war nicht gut. Da ist nix. Das war kein Zombie. Das nenne ich mal ein Piercing. Seltsame Tür, ja. Ist wieder irgendein Rätsel. Ach du Heiland. Ist schon wieder weg. Okay, geht wieder los. Erstmal das. Okay. Sag doch, wir kriegen zu viel Munition. Oh Mann. Nette RPG-Begrüßung. Ja. Blendgranate. Was ist denn mit einer Blendgranate? Jetzt soll nicht blenden.
Eine Handgranate, die bei Detonation einen Lichtblitz und einen lauten Knall erzeugt. Ah, das könnte... Ah, das ist bestimmt dieser Licker aus dem ersten Film. Der ja nicht wirklich viel sieht. Das heißt, der hört mehr. Deswegen kriegen wir hier jetzt eine Blendgranate. Weißt du was? Die rüsten wir mal aus auf Platz 4. Schnellzugriff auf 4. So. Okay. Kaffee? Also die Kanade auch schon bessere Zeiten erlebt. Das war die Tür. Da noch irgendwas? Nee. Hätte ja sein können. Ich wurde gerade von meiner Frau gefragt, ob ich einen Cappuccino möchte. So. Sturmgewehr. Ey, wir kriegen so viel Munition, das ist doch nicht normal. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Na Logo. Gesund bin ich noch, okay. Ich habe noch ein Kraut. Warte mal. Erstmal gucken wir in die Map rein. Wo stehen wir hier? Verschlossene Tür. Auch eine Tür. Aber das sind alles hier diese, die so komisch markiert sind. Wahrscheinlich kann man die erst im zweiten Durchlauf, im zweiten Spieldurchlauf nachher öffnen. Behalten wir mal die Maschinenpistole. Ich sag doch, wir kriegen zu viel Munition. Also das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt wirklich vorhersehbar. Tür zu. Zieht.
Miete zahlt. Noch einer. Zielfernrohr fürs Sturmgewehr. Spezialzubehör für das CQBR Sturmgewehr. Fügt der Waffe ein Visier hinzu und sorgt so für eine höhere Treffgenauigkeit. Das können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Kombinieren mit dem Sturmgewehr. So, wir müssen auf jeden Fall immer noch mit der Munition haushalten. Ah, sehr schön. 20. September, Festnahmebericht. Name Rodney Gray, Beruf arbeitslos, ehemals Elektriker, Tatverdacht, illegale Herstellung und oder Besitz von Sprengstoff, Schilderung. Der Verdächtige wurde beobachtet, wie er sich am 18. September 1998 nahe Box Street 1442 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen und es wurde ein kleiner Sprengsatz sowie ein Zeitzünder in seiner Innentasche gefunden, was zur Festnahme mit dem obigen Tatverdacht führte. Bei einer Hausdurchsuchung der Bleibe des Verdächtigen wurden 20 weitere selbstgebaute Sprengsätze in verschiedenen Stadien der Fertigstellung gefunden. Ja gut, jeder hat ja irgendwo sein eigenes Hobby, ne? Der Verdächtige war extrem agitiert und nicht bei vollem Verstand. Er sprach fieberhaft, als die Befragung begann. Einmal musste die Befragung wegen eines plötzlichen Kreischens des Verdächtigen unterbrochen werden. Als die Befragung wieder aufgenommen wurde, machte der Verdächtige folgende Aussage. Ich hab's nicht für mich gemacht, sondern für euch. Warum kapiert das niemand? Die Leichen greifen aus der Dunkelheit an. Ein Sturm zieht auf, aber der Regenschirm taugt nichts. Man muss ihn in die Luft jagen oder ihr werdet mehr als nur nass. Wir brauchen mehr Bomben. Umbrella. Sie kommen. Sehr bald schon. Müssen uns beeilen. Verbrennt sie. Verbrennt die Leichen. Verbrennt sie gut. Während der Befragung begann der Verdächtige sich heftig zu schütteln und setzte dann seinen Schreianfall fort. Die Befragung wurde beendet und ihm wurde ein Beruhigungsmittel verabreicht. Notiz: Aufgrund des instabilen psychischen Zustands des Verdächtigen änderte sich seine Aussage von Moment zu Moment. Sein Delirium machte jeden Dialog unmöglich. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung seines Zustandes. Die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe scheinen extrem kraftvoll. Aus Sicherheitsvorkehrungen wurden bei der Beweisaufnahme die Batterien des Zünders entfernt. Die Batterie wird im Schließfächerraum verwahrt. Wes Drucker, vernehmender Beamter. Ich finde es halt auch sehr interessant, dass in diesen Hinweisdokumenten so die Schlüsselbegriffe, die man sich unbedingt merken sollte, hier farblich hervorgehoben werden. Also man wird quasi schon mit der Nase drauf gestoßen. Finde ich gut. Weil ich nämlich so ein Trottel bin, ich würde das nicht kapieren. Ah, da ist ein Kraut. Jetzt könnte ich ja mal... Ach, warum nicht? Ich kombiniere die beiden Kräuter eben. Kombinieren. Zack. So. Was haben wir da noch?